Mein Vater war einer der 400 Abgeordneten. Er war übrigens Abgeordneter des Kulturbundes, gemeinsam mit Viktor Klemperer, Arnold Zweig und solchen Leuten. Es war also eine sehr illustre Fraktion, die Fraktion des Kulturbundes. Und nahm also an der Sitzung als Abgeordneter teil. Und ich war wohl der jüngste Teilnehmer und vielleicht auch der einzige, kaum einer der wenigen, die noch leben. Ich saß 16-jährig am Gründungstag der DDR im Steinsaal des Hauses der Ministerien, dem heutigen Bundesfinanzministerium, auf, wie kann man das nennen, also auf der Gästebank. Das war so ein bisschen abgezäunt, war alles sehr, sehr, sehr einfach damals. Ich habe also die Gründung der DDR unmittelbar erlebt. Ich habe am Tag darauf an dem berlinischen Gymnasium zum Grauen Kloster, dass ich, bis nachdem wir aus West-Berlin nach Ost-Berlin umgezogen waren, besuchte, habe ich die Festrede gehalten, einen Tag nach der Gründung der DDR. Es muss eine schöne Festrede gewesen sein. Ich glaube, dass mein damaliges Niveau noch nicht ganz den Erfordernissen entsprach, aber immerhin. Und es war eine Festrede vor einem sehr feindseligen Publikum, weil diese Schule, traditionsreiche Schule, Bismarck hatte sie besucht, Schinkel hatte sie besucht. Und ich war an diese Schule dadurch gekommen, dass ich nach der Übersiedlung zum Berliner Stadtschulrat Ernst Wildangel ging, einem Kommunisten, und sagte, ich möchte also an irgendeine Schule gehen. Und da fragte er, an was für eine willst du gehen? Sag ich, an die reaktionärste. Und da, ich kam vom Steglitzer Gymnasium, das war auch nicht viel besser. Und daraufhin sagte Wildangel zu mir, werde ich auch nicht vergessen, die sind alle reaktionär. Aber die allerreaktionärste ist das Graue Kloster. Und so kam ich an das Graue Kloster. Und das haben wir aber insofern verändert, die Situation. Damals wurden in den Gymnasien und Oberschulen sogenannte Aufbauklassen eingestellt. Das waren Arbeiter- und Bauernfakultäten, hieß das an den Universitäten. Und in den höheren Schulen hieß das Aufbauklassen. Das waren alles Arbeiterkinder. Und diese Arbeiterkinder haben natürlich dann auch am Grauen Kloster ein bisschen aufgemischt. Aber Sie sagen, die Reaktion war, oder das Publikum war eigentlich feindselig, als Sie die Rede hielten. Außer den Aufbauklassenschülern, die waren freundlich. Aber die anderen haben mich ziemlich hasserfüllt beguckt. Später ist der größte Teil von ihnen natürlich auch nach West-Berlin gegangen, wo dann das Graue Kloster neu aufgemacht worden ist.